Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Toto aka Thorsten. Ich habe jetzt schon gerade angefangen und habe so ein paar Truhen geöffnet hier. Wir machen hier erstmal mit den Gratistruhen fröhlich weiter und wollen dann danach mit die Rambock-Herausforderung spielen. Aber erstmal die ganzen Truhen hier geöffnet. Mal sehen, ihr seht selber, da ist eine legendäre Truhe dabei. Die hat jetzt einen Tag gedauert, um die zu öffnen. Die nehmen wir noch nicht. Die lassen wir uns für ganz zum Schluss. Nehmen wir hier noch die goldene. Und dann gucken wir mal, was in der legendären Truhe ist. Oh, der Friedhof. Krass, krass. Die habe ich noch nicht. Super. Donnerwetter. Okay, dann spenden wir kurz ein paar Truppis. Und stürzen uns hier gleich in das Rambock-Event. Das läuft noch 2 Tage. Da kann ich einmal gratis dran teilnehmen. Kann mir mein Deck jetzt zusammenstellen zu dem Rambock. Okay. Man kann sich eigentlich tatsächlich zusammenstellen, was man auch noch nicht hat. Ich habe ja einiges noch nicht. Und dann gucke ich mal, wie das so funktionieren kann. Wir nehmen mal den Friedhof. Da ich ihn ja nicht habe, nehme ich ihn mal gerne mit. So, wir brauchen aber noch, schätze ich mal, so ein bisschen was für die Luftabwehr. Da wollen wir mal schauen, was wir dabei haben. Wir nehmen mal diese hier mit zu. Den Eismagier habe ich auch nicht. Ich spiele mal alles das, was ich nicht habe. Das macht ja mal Sinn, dann lerne ich das schon mal kennen. Und wir bowlern mal eine Runde. Jawohl. So, was können wir denn noch mitnehmen? Was ist denn das hier für ein Schurke? Den kenne ich ja noch gar nicht. Na, okay. Na ja, komm, wir kämpfen das mal so. Okay, gucken wir mal, was da kommt. Ich kann das ja noch gar nicht abschätzen hier. Oh, okay. Nicht schlecht, aber wir bauen hier mal rum. So. Okay, ich sehe schon, das Deck ist eher suboptimal. Ah doch, wir kommen ganz gut zu Range. Das Holz hat uns nicht wirklich gestört. Und links wo, dann hauen wir jetzt mal unseren Rambock hier raus. Zack, da ist er, der Turm. Jawoll, das klappt ja richtig gut. Donnerwetter. Dann ziehen wir gleich hier mit dem Bowler hier raus, bevor der Henker irgendwas anrichten kann. Oh, das Deck dauert. Oh, das Deck dauert. Da muss ich hier meinen Friedhof setzen, damit die das wegmachen hier. So. Dann schmoren wir die mal weg, die kleine Prinzessin da. Wirklich viele Hitpoints hat die ja noch nicht. So, ein Kampfholz dabei. Oh, der Bowler ist stark. Donnerwetter, der Bowler ist stark. Okay, dann das alte Nudelholz hier raus. Oder diesen Rambock. Oh, er hat unten, glaube ich, einen Holzfäller. Ist das so, wie ich das sehe? Jawohl. So, jetzt muss ich mal ein bisschen mit was aus der Luft kontern hier.
und denke mal, ich ziehe hier wieder ganz easy peasy diesen großen Steinträger mit rein, den Inferno-Drachen. So, hier müssen wir immer gerade so ein bisschen verteidigen. So, und hier kommt unser Nudelholz wieder, unser Rambock. Oh, er hat aber auch was geschafft, shit. Okay, aber ich denke mal, wir schaffen den in jedem Fall jetzt mit dem Friedhof. Und dann ist das unser erster Kampf gewesen, glaube ich, den wir... Jawohl! Drei Türme, wunderbar, super. Das hat ja richtig gut geklappt. Und das lässt ja mehr auf mehr hoffen. Aber ich denke mal, das gucke ich mir erstmal noch ganz in Ruhe an. Und würde sagen, das reicht mir auch erstmal. Jetzt mit dem Friedhof, vielleicht baue ich hier mein aktuelles Deck so ein bisschen um und nehme die eine oder andere Truppe mal raus. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Aber schau mal. Ich denke mal, ich werde die Tage nochmal eine Folge machen, um noch weiter an der Herausforderung zu kämpfen. Endet ja in einem Tag 18 Stunden, das schaffen wir locker. Und ich würde sagen, ich verbleibe damit. Euer Toto. Clasht.